Yes, vielen Dank. Ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Und es ist echt krass, wie wir uns als Gemeinde verändern und dass Gott bei uns ist und wirkt und zu jedem von uns spricht. Und es ist auch krass, dass wir vielleicht jetzt schon die letzten Sonntage angehen und wir bald nicht mehr hier im Steso sein werden. Und Gott hat aber so viel getan und deswegen möchte ich fragen, wer ist hier geistlich aufgewachsen? Wer hat hier geistlich gesehen seine halbe Kindheit verbracht? Ich gehöre dazu, ich bin seit 5 Jahren hier im ICF. Ja, und ich konnte hier wachsen, ich konnte Gottes Prinzipien lernen und immer weiter Gottes Vertrauen anwenden. Genau, und dafür bin ich dankbar und ich nehme euch heute mit rein in eine Geschichte, die ich erlebt habe und auch in eine Geschichte, die Josef erlebt. Das ist ein Typ aus der Bibel. Gott ist gut und deswegen danke ich dir, Gott, dass du heute zu uns sprichst. Du hast Perspektiven für uns, wo wir Menschen manchmal beschränkt sind, wo wir ja in Sackgassen fahren, wo wir Hoffnungslosigkeit haben. Aber bei dir ist die Hoffnung und du liebst uns, du hast uns zuerst geliebt und deswegen sprich heute und wir sind gespannt, was du sagen willst. Amen. Ja, ist heute jemand mit dem Auto hier hingekommen? 1, 2, 3, ja. Okay, und du hast mir wahrscheinlich den Parkplatz vorne weggenommen, ne? Deswegen bin ich hier eine halbe Stunde im Kreis so gefahren. Wisst ihr, es gibt ja verschiedene Autofahrer. Es gibt einmal die, die total den Plan haben, ja, ich überhole, ich mache dies, ich mache das, alles hektisch und voll gefährlich. Und dann gibt es ja noch die anderen Fahrer, die es noch besser wissen und total langsam fahren und dann sich an die Gesetze halten. Und dann gibt es ja auch noch so Autofahrer, die sofort rückwärts 1A einparken können, die nie im Verkehrsfluss stören, Autofahrer wie du und ich. Und wisst ihr, ich bin so ein Autonarr, ich habe mir einen Mercedes-Benz geholt, deutsche Wertarbeit. Und das ist so eine geile Karre, 197 PS und mega geiles Auto. So sah er aus, als ich ihn gekauft habe. Einmal von vorne, von der Seite und von hinten. Wahnsinnskarre. Und ich habe über 5000 Euro in meinen Traum investiert. Und Mann, war ich begeistert vom Tune. So ein Auto ist genial. Und ich habe den Wert meines Autos, das hat 2000 Euro gekostet, als ich es gekauft habe, ich habe den Wert gesteigert auf über 7000 Euro. Und das innerhalb von 1 oder 1,5 Jahren. Und warum rede ich von Wert? Du denkst doch bestimmt, ey Sammy, ganz ehrlich, die Opa-Karre sieht scheiße aus. Warum rede ich von Wert? Weil ich mein Auto, weil ich meinem Traum, meine Vision so viel Wert gegeben habe. Und wen oder was gibst du Wert? Ist es vielleicht dein Freundeskreis, wo du dich mit Leuten triffst, wo du viel investierst oder vielleicht auch deine Familie, der du total viel Wert zusprichst oder vielleicht auch dem ICF, wo du hier mitarbeitest oder dein Job auf der Arbeit. Alles hat viel Wert oder eine Beziehung, die du lebst oder vielleicht bald eingehen möchtest. Und wisst ihr, mit meinem Auto hatte ich eine große Vision. Ich wollte den geilsten Benz haben und mit jedem Euro, den ich investiert habe, kam ich meinem Traum etwas näher. Yes, geile Karre, ich hab's doch gesagt. Mein Benz war die Nummer 1. Was ist deine Nummer 1? 2. Mose 20,2. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Außer mir sollst du keine anderen Götter verehren. Und ich denke nur so, Gott, was geht bei dir? Kennst du mein Auto? Hast du das Video gesehen? Ey, das ist mein Traum. Ich verehre die Karre. Ja, wisst ihr, ich habe durch diese Vision viel, viel Geld in mein Auto gesteckt. Und es gab Konsequenzen und die lagen ganz klar auf der Hand.
Ich hatte am Ende einen Haufen Berg Schulden. Und wie der Amerikaner sagen würde, we have a huge problem. Und wir hatten auch ein Problem, weil die Bank wollte das Geld zurückhaben. Weißt du, ich hatte eine geile Karre, ich hatte keinen Sprit und ich hatte kein Essen. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, wenn du schon langfristig in Schulden bist, vielleicht über Monate, über Jahre, so wie ich es war. Du hast am 15. 0 Euro auf dem Konto, am 31. minus 1.500, minus 2.000, minus 2.500 Euro. Und ja, ich hatte echt ein Problem. Und mein Auto war die Nummer 1 und veränderte mein Leben enorm. Und deine Nummer 1 verändert dein Leben auch enorm. Wovon träumst du? Willst du Vorarbeiter werden? Vielleicht willst du auch die Nummer 1 in der Firma sein? Oder einfach nur Gottes Vision leben? Klingt ja mega geistlich. Gottes Vision leben, mach es konkret. Was bedeutet das? Oder vielleicht sind auch deine Kinder Nummer 1, wo du sagst, hey, meine Kinder sind mir so wichtig, mein Partner ist zweitrangig und die Beziehung zu Gott ist drittrangig. Oder es kann sein, dass du von viel, viel Geld träumst. Und ja, da sind sich die Deutschen einig. Wenn es um Geld geht, da ist wieder die deutsche Einigkeit komplett. Wisst ihr, wir haben oft einen Riesentraum. Und wir meinen, wenn wir diesen Traum erreichen, dann sind wir die Prinzen der Prinzen und Könige der Könige. Ich merke aber, dass wir manchmal im Leben und im Alltag ganz, ganz anders leben als Prinzen. Manchmal benehmen wir uns nicht wie Prinzen, sondern wir benehmen uns wie die letzten Penner. Und was meine ich damit? Gott hat uns Prinzipien gegeben, Lebensprinzipien, die wir anwenden können. Und wir ignorieren diese einfach. Wir fokussieren unseren Traum und missachten Gottes Prinzipien. Natürlich nicht wir, es sind die anderen. Also du und ich sind nicht angesprochen, alles cool. Und da ist ein Typ in der Bibel, der hat eine Vision. Da ist dieser Josef, der durch einen Prozess geht. So wie ich auch mit meinem Auto durch einen Prozess ging. So, und er hat einen Traum und er geht in Richtung dieses Traums und erlebt krasse, krasse Niederschläge und auch krasse Wendungen. Josefs Traum war folgender. Er wollte, dass seine Brüder und seine Familie vor ihm niederknien. Und so sieht das aus. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, wie man ordnungsgemäß niederkniet. Das habe ich bei meinem Auto auch gemacht. Weißt du, der war so tief, da musst du gucken, kommst du über den Bordstein oder kommst du nicht rüber? Josef ist ein krasser Typ und der hat eine Vision, einen Plan von Gott und er weiß auch ganz genau, wie er das seinen Brüdern beibringt. Also er geht zu seinen Brüdern und sagt Folgendes. Also wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildete einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Eine Garbe habe ich euch mitgebracht. So ungefähr sieht das aus, wenn man Getreide zusammenbindet. Und die Reaktion von Josefs Brüder war natürlich ganz anders, als Josef erwartet hat. Was? Du willst dich als König und Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hassten ihn noch mehr, weil er all das gezäumt hat und so selbstherrlich davon berichtet hat. Aber Josef ist cool, wie Josef cool ist. Er ließ sich nicht beirren und machte gleich weiter. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu. Hey, hört mal zu. Ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Ihr müsst wissen, Josef war 17 Jahre alt und er war der Lieblingssohn von seinem Vater. Und was noch hinzukommt, Josef war eine Petze vor dem Herrn. Wisst ihr, wenn die anderen Brüder draußen gerackert haben, dann saß er bei seinem Vater zu Hause und sein Vater sagte, hey, was ist eigentlich mit deinen Brüdern los? Geh mal gucken. Josef ging los, kam zurück. Mann, hat der gepetzt, alter Schwede. Er hatte immer so ein Kontrollding, weißt du? Und das erinnert mich total an meine Kindheit. Und
nee, ich hatte keinen kleinen Bruder, aber ich habe gepetzt, dass ich die Balken gebogen habe. Josefs Brüder reagierten verärgert und das zu Recht. Josef war mit seiner ganzen Art, mit seiner Vision, sich selbst die Nummer eins. Und liebe deinen Nächsten hieß bei Josef, Josef, du bist dir selbst der Nächste. Und es gab von seinen Brüdern eine heftige Reaktion auf all dies und deutliche Konsequenzen. Sie haben ihn vor Wut in einen Brunnen geworfen und dann haben sie ihn, ja, sie wollten ihn eigentlich umbringen und da haben sie aber gedacht, ah nee, wir holen den Typen wieder aus dem Brunnen raus und wir verkaufen den an die Händler, die da gerade vorbeilaufen. Und dann kam Josef in ein Königreich und dort wurde er dem Verwalter des Königs unterstellt und er war dort ein Diener. Und dann kam die Frau von seinem Chef, also dem Verwalter des Königreiches, kam auf ihn zu und die stand schon so ziemlich auf Josef. Also die fand ihn richtig nett und sie hat gesagt, Josef, bitte schlaf mit mir. Und Josef war aber eigentlich ein treuer Verwalter, und er ließ sich darauf nicht ein. Und daraufhin hat diese Frau, dessen Wünsche Josef nicht erfüllt hat, ihn als Vergewaltiger beschuldigt. Und was haben die anderen gemacht? Sie haben Josef natürlich in den Knast gesteckt. Und Josef landet am Ende seiner Vision in der JVA. Josef, du bist echt ein geiler Typ. Du hast die Mega-Vision von Gott und sitzt jetzt als Verurteilter im Knast. Und ich hatte auch, wie Josef, einen Traum. So wie ich mit meinem Auto. Und ich gehe bis heute durch einen Prozess. Und Josef geht auch durch viele Prozesse. Und meine Vision war, den geilsten Benz in Baumheide zu haben. Und das Auto war für mich die Eins. Und es ging in erster Linie um meinen Traum, nur um meinen Traum, genau wie bei Josef. Und ich nahm vieles dafür in Kauf, viele Konsequenzen, die daraus entstanden sind, genau wie bei Josef. Ich investierte und investierte und ich bekam ein Problem. Mein Traum machte meine Schulden immer größer. Und ich bekam irgendwann so dermaßen Aggression. Weißt du, wenn Geld von deinem Konto abgebucht wird, das wird wieder zurückgebucht und zusätzlich kommen noch diese Strafzölle oder wie auch immer das heißt und selbst die kannst du nicht bezahlen, dann kriegst du so richtig Aggression und miese Laune. Und meine Schuld wurde immer größer. Und weil ich gegen Gottes Prinzipien lebte, ja, hatte ich eine Last auf mich, die immer größer wurde. Wenn du jetzt einen Traum hast, einen Wunsch und du sehnst dich danach, dass er erfüllt wird und dieser Traum wird nicht erfüllt, dann kann es eine Last für dich werden. Und belastete Menschen sind bald irgendwann nicht mehr belastbar. Oder du kannst zum Beispiel auch Fehlentscheidungen treffen, wo du Dinge machst, die nicht klug sind. Oder auch Süchte in deinem Leben. Und diese Süchte können zur Last, zur Belastung werden. Aber wir wollen doch alle nur glücklich sein, oder? Wieso nehmen wir Last auf uns? Wir wollen unseren Traum nachjagen. Wir wollen etwas haben. Wir sind von etwas begeistert. Oder vielleicht willst du auch Menschen imponieren und anerkannt werden. Und du tust letztendlich falsche Dinge. Wir wollen glücklich sein und am Ende sind wir belastet. Beziehungsweise wir sind unbelastbar geworden. Und mein Wunsch nach dieser Erfüllung endete in einer Sackgasse. Ich verstand, hey Gott, das war meine Vision. Das war ein Ego-Trip. Und es war dran, weil Gott mir die Augen geöffnet hat, dieses Auto zu verkaufen. Entgegen meiner Vision. Obwohl es meine Eins war. Aber Gott hat mir gesagt, Sammy, ich bin die Nummer Eins in deinem Leben. Gib mir diesen Platz wieder zurück. Was ist dein Ego-Ding? Was ist dein Traum, deine Vision? Vielleicht ist es bei dir gerade aktuell, dass du dich krampfhaft nach einer Beziehung sehnst. Oder es ist vielleicht dein Status hier im ICF, wo du krampfhaft festhältst an Position. Oder vielleicht ist es dein Job. Ich möchte, dass ihr wisst, dass Gott bei allen Entscheidungen, die wir tragen, bei uns ist. Und auch wenn du Last auf dich nimmst, Gott hat dich schon immer an die erste Stelle gesetzt. Er hat gesagt, auch wenn 99 Schafe
in der Reihe tanzen und alles gut ist und ein Schaf wegrennt und Schuld auf sich nimmt, Last auf sich nimmt, dann renne ich dem Schaf hinterher, weil du bist meine Nummer eins. Und Gott kann dir die Augen öffnen. Gott kann durch Predigten sprechen, durch den Worship, durch den Heiligen Geist, aber er kann auch ganz easy durch dein Umfeld sprechen. Also wenn du eine Vision hast, dann frag mal einfach deine Freunde, was sie davon halten. Du kannst ja zum Beispiel mal fragen, hey Kumpels, sag mal, lebe ich meine Vision oder lebe ich Gottes Vision? Und sie können dir einfach ganz ehrlich neutral Feedback geben, weil sie deine Freunde sind. Oder es kann ja auch sein, dass du vielleicht total engagiert im ICF bist und das ist hier voll dein Ding. Du investierst deine Zeit, dann sage ich dir, frag mal denjenigen, der zu Hause auf dich wartet, was er davon hält. Der wird dir schon Feedback geben. Oder du hast zum Beispiel einen Traum, wie ich ihn hatte, und du investierst sehr, sehr viel Geld und nimmst Schulden auf dich. Und in meinem Fall war es total gut, dass meine Frau mir über lange, lange, lange Zeit Feedback gegeben hat. Ich wollte es nicht hören. Ich habe mich mit allem widersetzt, was sie gesagt hat. Aber manchmal ist es einfach gut, auf seine Frau zu hören. Und wisst ihr, mein Vater, der ist leider dieses Jahr gestorben, aber er war mein größter Berater und ein Riesenvorbild. Und er hat mal einen Witz gebracht, da sagte er, hätte ich meine Frau vor 15 Jahren getötet, wäre ich heute schon wieder ein freier Mann. Das ist natürlich schwarzer Humor, so ist das. Alles gut? Ich ging in den letzten Jahren durch eine Charakterschule und ich musste Gottes Prinzipien neu lernen. Ich musste mich von meinem Traum lösen. Obwohl es meine Vision war, hat Gott gesagt, Sammy, Schluss damit, bring mich wieder an die Eins. Und mein neues Trainingsfeld ist heute dieses Ding. Ein Dacia. Boah, mit so einem Dacia, da brauchst du auf der Straße richtig dicke Eier, ne? Gott hat mir die Augen geöffnet und ich konnte endlich sehen, dass ich Schuld auf mich genommen habe. Und ich konnte mit der Zeit aus Schulden kommen. Schuldenfrei werden. Ich habe Gott wieder die Position 1 in mein Leben gegeben. Und dadurch wurde ich lastenfrei. Und meine Frage heute Morgen ist, was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Welche Entscheidung liegt vielleicht in der nächsten Zeit an? Und wenn dir zu diesen beiden Sachen, zu deinem Traum oder zu deiner Entscheidung gerade nichts einfällt, dann lege ich dir ans Herz, erinnere dich bitte an diese Predigt und an die Worte, die Gott zu dir sagt und setze Gott an die Nummer 1. 2. Mose 20, aber vorher zink ich was. Ah, lebendiges Wasser. 2. Mose 20, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Wisst ihr, man kann an dieser Bibelstelle schnell so an Regelion, an Gebote, an Gesetze denken. Ein Gott, der dich beschränkt, der sagt, was du hast zu lassen und zu tun hast und der dich ja einschränkt und kein, ja, wie soll ich sagen? Lass mich mal gucken, was habe ich hier geschrieben? Na? Podcast ist an, das ist blöd, sonst hätte ich gesagt, schneidet das raus. Auf jeden Fall, du denkst an, Gott ist ein Bestimmer, wo du sagst, hey, der will mich beschränken, du sollst keinen Gott außer mich verehren und du hast bald keinen Bock mehr auf Kirche und keinen Bock mehr auf diesen Gott. So kann es sein. Aber Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders. Lass uns die Stelle nochmal anschauen. Ich bin der Herr, dein Gott. Der Herr. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Kennt jemand Sebastian Peter? Ich bin der Herr.
ein Mann mit Autorität. So stellt sich Gott vor. Also ist nur ein Beispiel jetzt, aber er ist der Herr, der jeden anderen Gott in den Schatten stellt. Dein Gott, nicht ein Gott von Geboten, nicht ein Gott von irgendwelchen Kirchengebäuden, auch nicht der Gott des Pastors, natürlich auch, aber er ist dein persönlicher Gott. Er möchte Beziehung mit dir leben. Und bei Gott ist es keine Weltherrschaft à la Kim Jong-un. Alle lieben Kim, die anderen hat er eingesperrt. So ist das bei Gott nicht. Und der zweite Punkt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Vielleicht bist du wie ich ein Sklave deiner Wünsche, wo du deinen Träumen nachjagst. Gott sagt, er ist der Herr über alle anderen. Und auch wenn du Schulden auf dich nimmst, Gott kann dich befreien, er kann dich aus der Sklaverei holen. Und er offenbart Gewohnheiten, die du vielleicht schon lange mit dir rumträgst und du merkst überhaupt gar nicht, dass du gegen göttliche Prinzipien lebst. Bei Gott kannst du die Wahrheit erkennen. Er holt dich aus der Sklaverei. Und erst dann, wenn Gott sagt, wer er ist, welche Autorität er hat und dass er Gott ist über alle anderen Götter, dann sagt er, du sollst keine anderen Götter neben mir verehren. Also wir merken, Gott ist nicht ein Gott der Gebote und der Gesetze, sondern Gott ist ein Gott der Prinzipien. Gott ist ein Gott, der zuerst gegeben hat, der dich zuerst geliebt hat. Matthäus 6,33, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er jeden Tag geben, was ihr braucht. Wenn du also lebst und Gottes Reich, Gottes Vision, Gottes Aussagen zu deinem wichtigsten Anliegen in dein Leben machst, dann wird er dir jeden Tag geben, was du brauchst. Und ich möchte noch einmal kurz zurück zu Josef springen und zeigen, welchen Prozess Josef durchmacht. Josef bildete sich auf seine Vision anfangs total viel ein. Er dachte, er ist hier der Prinz, aber er handelte eigentlich anderen gegenüber anti-Jesus. Wieso sage ich anti-Jesus? Weil er göttliche Prinzipien nicht gelebt hat. Und er ging auf eine Reise durch die Vision und er landete in Schwierigkeiten. Setz deine Vision nicht an erste Stelle, sondern setze Gott zurück an erste Stelle. Und Josef lernte mit der Zeit durch Sklaverei, durch Vorgesetzte, durch Gefängnisse Gottes Prinzipien täglich neu zu lernen. Zum Beispiel war Josef treu zu Potiphar. Das war dieser Oberbefehlshaber, wo er einen richtig guten Job getan hat. Der war zuständig für den gesamten Besitz des Königreichs und er hat am Ende Josef das alles anvertraut, weil Josef alles treu gemanagt hat. Und das kannst du dir so vorstellen, dass du zum Beispiel die Kreditkarte von deinem Chef bekommst. Die bei Klaas arbeiten, müssen sich dann bei Helmut Klaas melden, der ist milliardenschwer. Stell dir vor, du kriegst die Kreditkarte von ihm mit dem PIN, weißes Blatt, mit Unterschrift. Dir ist alles möglich. Und Josef war treu im Gefängnis. Selbst wo er unter wenigen Menschen war, wo er wenig Anerkennung hatte, war Josef treu zu dem Gefängnisverwalter, der eigentlich dort sein Vorgesetzter war. Und es war am Ende so, dass der Gefängnisverwalter sogar alles am Ende an Josef abgegeben hat, weil er sich total auf ihn verlassen konnte. Und es kam noch krasser, er wurde von diesem Gefängnisverwalter befördert. Josef wendet Matthäus 6,33 an. Er kümmert sich zuerst um Gottes Prinzipien und Gott kümmert sich um Josefs Reich, um sein ganzes Umfeld. Und zum Schluss erreicht Josef das nächste Level, seine Vision. Psalm 105, 21. Josef wurde Verwalter des Könighauses, Herr über den gesamten Besitz des Königs. Er erteilte den Beamten des Königs Befehle und lehrte die königlichen Ratgeber Weisheit. Also immer, wenn jemand einen Rat brauchte, eine Weisheit brauchte, kam sie zu Josef. Stellt euch das mal vor, in Deutschland mit der Flüchtlingskrise, mit dem Geldproblem, dem Sozialding und den ganzen Schulden,
alle, die nach einer Lösung suchen, würden zu Josef gehen. Was ist das für ein krasser Typ? Durch Gott an erster Stelle war für Josef nichts mehr unmöglich. Er konnte durch die hohe Stellung, er war jetzt der zweitmächtigste Mann im Königreich, sein Umfeld positiv beeinflussen und er konnte furchtlos leben. Fällt euch was auf? Das sind alles ICF-Prinzipien und die hat Josef super von uns kopiert. Josef rettet Menschen letztendlich auf seinem Weg zu der Vision durch eine Hungersnot. Viele Menschen hatten nichts zu essen und würden sterben, aber Josef hat sie durch Gottes Hilfe gerettet. Und er war der zweitmächtigste Mann. Das ist echt eine krasse Position. Wenn Gott in deiner Mitte ist, ändern sich die Regeln. Gott ist bei dir und er antwortet nicht mit Verurteilung. Wenn du Last trägst, wenn du Schuld trägst und auch wenn du Fehlentscheidungen triffst. Und auch wenn du Dinge nachjagst, die deiner Erfüllung dienen sollen und du erreichst sie irgendwie nicht. Gott verurteilt dich nicht. Josef war arrogant am Anfang, er hat sich auf seinen Zaum mega etwas eingebildet, aber Gott hat ihm die Augen geöffnet. Aber Josef hatte Schuld auf sich genommen und genauso auch seine Brüder, die ihn aus Zorn verkauften und vorher in den Brunnen schmissen und ihn eigentlich töten wollten, auch sie wurden schuldig. Und Josefs Brüder, die spürten eine Last. Und ich muss noch kurz zu der Geschichte erzählen. Josefs Brüder waren nun mit dem ganzen Familienclan und alle, die zum Volk gehörten, nach Ägypten gewandert, weil Josef hatte ja die Macht und sie hatten dort ein besseres Leben. Das ist so ungefähr das Setting, wo es jetzt weitergeht. Und Josefs Brüder spürten eine Last und seine Reaktion darauf lesen wir jetzt. Weil ihr Vater nun tot war, bekam Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Danach kamen die Brüder selbst zu ihm. Sie warfen sich zu Boden und sagten, Herr, bitte, wir sind deine Diener. Josefs Brüder, die eigentlich in einem ganz anderen Setting lebten, haben nach Jahren auch immer noch Last empfunden. Eine Last, wie ich mit meinem Auto, wie ich eine Schuld getragen habe, weil Gott nicht mehr an meiner ersten Stelle war. Und sie bitten Josef um Vergebung, weil sie belastet sind. Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Josef hat sich am Ende seiner Vision nichts mehr darauf eingebildet. Er ist frei. Er hat Gottes Prinzipien erlebt und er wendet Gottes Prinzipien an. Wisst ihr, letztens kam ich total gestresst von der Arbeit. Und ich hatte viel zu tun, einiges lief auch schief und ich bin nach Hause gehetzt und dann stand ich auch noch im Stau, das war auch noch Mist. Dann kam ich nach Hause, hab schnell irgendwas reingefuttert und bin dann ins ICF gefahren. Und ich hatte es ein bisschen eilig, weil ich habe ja meine Small Group und ich hatte an diesem Mittwoch das Thema. Und ich habe gesagt, Sammy, ganz ruhig, relax, heute wird's ein geistlicher Abend und total tief, alles cool. Chill mal. Und ich bin hier auf der rechten Spur, ihr kennt alle den Kreisverkehr hier im ICF. Ich bin auf der rechten Spur, fahre ganz normal, links ist ein Auto und der Typ zieht von links einfach ohne zu blinken auf meine Spur und er schneidet mir den Weg, senkt mich nach rechts ab und ich mache eine Vollbremsung. Und ich bin am Fluchen, ich bin am Gestikulieren und denke nur, Alter, was geht bei dir? Und aus dieser Reaktion ziehe ich nach links, will den Typen überholen, er zieht auch nach links und macht eine Vollbremsung und ich denke nur, du Vollidiot! Was soll das denn jetzt? Was war das für ein heiliger Moment? Ihr glaubt es gar nicht. Ich stand da auf der Straße und dachte, Halleluja.
was machst du mit einem Menschen, wie gehst du mit ihm um, der einen Scheißtag zu einem richtig Scheißtag macht. Und ja, ich bin dann zur Small Group gefahren, wir haben das Thema gehalten und es lief auch alles mehr oder weniger okay. Meine Jungs haben schon gespürt, mit mir ist irgendwas los. Und am Ende haben wir gebetet und Gott hat zu mir gesprochen. Er hat gesagt, Sammy, dieser Typ, du kannst ihn verfolgen, du kannst ihn anzeigen, du kannst gegen seine Tür treten aus Rache, aber es lohnt sich nicht. Ich mache dir ein neues Angebot. Du kannst ihm verzeihen. Und ich weiß, Sammy, es sträubt sich alles gegen dich. Deine ganzen Emotionen sträuben sich entgegen dieser Entscheidung. Aber komm zu mir, Sammy, ich rufe dich und ich mache dich frei. Und ich habe dieses Angebot angenommen. Und am Ende möchte ich mit euch noch in drei Verhaltensweisen von Adam und Eva angucken, wie wir Menschen versuchen, Belastungen aus dem Weg zu gehen. Ihr wisst ja, Adam und Eva waren im Paradies, da lief ein bisschen was schief mit der Schlange und so, ne? Und Adam und Eva wollten sich verstecken. Das ist der erste Punkt. Adam und Eva laufen weg. Sie verschweigen es einfach. Man redet nichts drüber. Wenn du Lasten unterm Teppich kehrst, wird Last zur Belastung. Du rennst vor Problemen weg, aber die Probleme rennen nicht vor dir weg. Müll dein Leben nicht zu. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Adam und Eva schieben die Schuld auf den anderen. Adam ist schuld. Nee, Eva ist schuld. Nee, die Schlange ist schuld. Nee, Gott ist schuld, weil er hat Adam Eva gegeben. So rum, ja. Deine Last geht nicht weg, weil du sie anderen Menschen anlastest. Und der dritte Punkt, Adam und Eva merken, dass sie nackt sind. Sie verstecken sich. Sie bekommen Minderwertigkeitskomplexe. Und Minderwertigkeitskomplexe ergeben Schneckenhäuser. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch, wo du dich aus der Community zurückziehst, wo du von Freunden kein Feedback mehr annimmst und in Einsamkeit endest. Und der Versuch von Menschen, Wünsche, Erfüllung zu bekommen, wird auf einmal zur Last. Und das wird zur Schuld. Und irgendwann sind wir nicht mehr belastbar. Und das endet dann in Zorn. So in Aggression, so wie ich es bei meinem Auto hatte, weil ich keine Situation mehr gesehen habe. Und weil wir belastet sind, reagieren wir verärgert. Epheser 2, Vers 3. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns gedrängt haben. So wie wir unseren Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, alle sind wir gleich, nichts verdient außer Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass wir alle gerettet sind. Warum machen uns Lasten unfähig, unser Leben sinnvoll zu gestalten? Und wie wird man diese Belastung wieder los? Wie wird man diese Schuld wieder los? Jesus kann dir heute noch die Last abnehmen, die dich belastet. Er sagt, die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus entlarvt. Jesus sagt, die Wahrheit zu erkennen, heißt die Wahrheit zu benennen. Nicht mehr verdrängen, nicht mehr andere beschuldigen, nicht mehr alles unterm Tisch kehren, nicht mehr in Einsamkeit verfallen. Leg die Wahrheit auf den Tisch. Alles, was in der Dunkelheit ist, kommt ins Licht. Und Jesus verurteilt dich nicht. Josef auch nicht, weil er lebt Gottes Prinzipien. Und du darfst frei gehen. Jesus sagt, wenn du die Wahrheit erkennst und die Wahrheit benennst, dann bist du frei. Sündige ab heute nicht mehr. Und wer Lasten abgibt, kann wieder etwas sagen. Gott, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Wir haben viel gehört, viele Prinzipien von dir.
und du bist unsere Nummer eins. Ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, Herr, dass dein Geist hier hinkommt und dass du Menschen bewegst, Vater. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, dass du mir die Augen öffnest, dass wir Prinzipien lernen können, Herr. Bitte komm. Und es kann heute für dich dran sein, dich von etwas zu trennen, wovon du, ja, was du schon lange mit dir rumträgst. Es können Belastungen sein, es kann deine Ego-Vision sein, es können falsche Entscheidungen sein. Und es können Dinge sein, die du vielleicht schon lange mit dir rumträgst und die wie eine Last sind und wo du denkst, ja, ey, das gehört doch zu mir, und du merkst gar nicht, was du da eigentlich mit dir rumschleppst. Gott sagt, ich mache dich frei, komm ins Licht. Und wenn du denkst, ja, da sind Dinge, ja, die will ich einfach nicht loslassen, zum Beispiel eine Beziehung, so habe ich es auch in meinem Leben erlebt, wo du denkst, hey Gott, wenn ich das jetzt loslasse, dann kriege ich das ja nie wieder zurück. Gott ist ganz anders. Gott hat so eine große Vision mit dir. Und es kann sein, wie ich es eben gesagt habe, dass du Sachen mit dir rumziehst, die dir gar nicht auffallen, die vielleicht schon 1, 2, 3 Jahre dich begleiten, und Gott sagt, ich mache dich frei. Ich bin der Lastenabnehmer. Wenn du eine Last hast, befreie ich dich davon. Wenn du bereit bist, wenn du bereit bist und zu Jesus kommst, nimmt er dir deine Last ab. Und Jesus ist die Nummer eins. Er sagt, wenn du eine Last mit dir rumziehst, die dich schon lange belastet, dann komm zum Lastenabnehmer und ich befreie dich. Jesus agiert nur durch Liebe. Nicht durch Gebote, nicht durch Gesetze, sondern durch Prinzipien, die dein Leben zum Aufblühen bringen. Mit deinem Gebet zu Gott kann sich alles verändern. Es ändern sich nicht nur wie bei Josef die Regeln, sondern es ändert das komplette Spiel. Genau wie mit meinem Mercedes. Du gehst durch Prozesse, du erkennst Gottes Wahrheiten und du setzt Gottes Prinzipien um. Und dein Leben hat endlich wieder Perspektive. Das ist eine krasse Message. Und wenn du heute verstanden hast, Jesus ist mein Lastenabnehmer und er kann mich befreien, und ich muss nicht mehr Last tragen, nicht mehr Schuld haben, dann komm zu Gott und bekenne. Falls du gleich ein Gespräch brauchst, ich bin hier vorne und es werden auch noch andere Leute da sein. Ich bin gerne bereit, mit dir zu beten, mit dir zu reden, vor Gott zu kommen, wenn du es alleine nicht schaffst. Komm zum Lastenabnehmer, damit du wieder etwas sagen kannst. Das ist Gottes Prinzip für dich, damit du in Freiheit lebst. Und wenn der Heilige Geist heute zu dir gesprochen hat, dann bitte ich dich, komm.